Was geht ab, meine Freunde? Was geht ab? Und wir kommen bei einem weiteren Video der Frage. Im heutigen Video, ihr konntet natürlich bereits in dem Titel und in dem Thumbnail entnehmen, ich will natürlich die Frage in den Raum werfen, lohnt sich The Boys? Beziehungsweise es ist ein neues Format, deswegen hat es natürlich hier den passenderen Namen, ist der The Boys Hype gerechtfertigt? Und erstmal direkt zu Anfang, ja, er ist absolut gerechtfertigt. Ich muss sagen, eine dritte Staffel ist meistens das, wo endlos viel Potenzial rausgeholt werden kann. Die erste Staffel dient meistens so als so eine Art Aufbau und versucht sich meistens auch noch selbst abzuschließen, nur um das Risiko halt nicht in den Raum zu stellen, dass man die Serie vielleicht nicht weiterführen kann. Und somit ist die erste Staffel immer so ein bisschen eine Mischung, wie gesagt, aus Aufbaustaffel und halt eine potenzielle Einleitung oder auch ein potenzielles Ende. Die zweite Staffel ist dann meistens so eine Erweiterung der Ereignisse und ist meistens auch dann eine Aufbaustaffel. Wenn die erste wirklich meistens in sich abgeschlossen ist, ist die zweite wirklich so ein bisschen, ja, Themeneinstieg, Aufbau, Struktur und somit kann man halt dann so eine Art von Worldbuilding veranstalten und dann bekommt man eine dritte Staffel und meistens ist dann die dritte Staffel wirklich, wirklich perfekt. Und ich muss sagen, die dritte Staffel von The Boys hat mich bis jetzt wirklich überzeugt. Ich werde das Ganze natürlich spoilerfrei halten, aber ich will einfach nur wirklich anteasen, was halt wirklich potenziell möglich ist, was man halt so daraus machen kann und ob sich das halt auch wirklich lohnt und wie es natürlich hier mit der Zukunft von The Boys aussieht, natürlich auf theoretischer Basis. Erstmal, es lohnt sich absolut. Die Serie ist von vorne bis hinten wirklich, wirklich perfekt. Die erste Staffel allein hat mir gezeigt, diese Serie hat enorm viel Potenzial. Natürlich für die erste und zweite Staffel gilt auf jeden Fall hier Spoiler-Alarm. Ich muss sagen, die erste Staffel war schon wirklich, wirklich gut. Ich mochte es von Anfang an. Erstmal hatte man diesen regulären Einstieg, da hatte man halt bestimmte klischeehafte Szenarien und hat die halt dann total verfälscht und auf eine witzige und teilweise auch sehr perverse Art dargestellt. Ich erinnere nur an die eine Szene zurück, als man dann wirklich so ein standardgemäßes Szenario so ein bisschen nachgestellt hat, nach dem Motto, ja, ich bin jetzt auch einer von euch und ich habe eigentlich immer, und dann lass mich raten, du hast Homelander verehrt. Nein, eigentlich war ich mal ein Fan von dir, The Deep. Und dann steht der auf einmal nackt da und boah, einfach krass. Wirklich dieses Standard-Szenario. Und dann macht man einfach das daraus, was auch viele irgendwie denken würden, aber es niemals aussprechen würden. Wirklich wahnsinnig, wahnsinnig cool. Und natürlich Homelander, wo man dachte, der Typ ist perfekt und lässt sich eigentlich irgendwie nichts anmerken und scheint wirklich im Prinzip der Gute zu sein, ist natürlich ein absoluter Psychopath, Soziopath, Narzisst. Und am Ende zersäbelt er einfach ein Flugzeug. Krank genial. Also wirklich kongeniale Serie. Ich mochte auch die Comics sehr, haben mir auch sehr gut gefallen. Nur die Comics waren extrem. Also wirklich etwas zu extrem. Und man hätte nicht alles aus den Comics auf den Bildschirm bringen können, weil das wäre selbst für ein FSK 18 noch zu viel. Das ist so ein bisschen over-the-top-mäßig. So Deadpool trifft auf absolute Perversion und krasse Plothandlungen. Also das wäre wirklich zu viel gewesen. Dennoch hat man es geschafft, das so ein bisschen harmloser zu gestalten, in Anführungsstrichen, und trotzdem perfekt auf den Bildschirm zu bringen. Es war wirklich, wirklich gelungen und demnach von vorne bis hinten gute Serie, hat mir immens gut gefallen. Und jetzt kommt natürlich die dritte Staffel und ich habe natürlich die ersten drei Folgen bereits gesehen. Absolut genial, absolut gerechtfertigter Hype. Es ist wirklich, wirklich gelungen und man hat genau das eben geschafft, was ich eben angesprochen hatte, dass man mit einer dritten Staffel einfach mehr rausholen kann und das zeigt sich hier auch wirklich in Bestform. Und viele haben sich natürlich auch gefragt, wie kann man da Dean Winchester einbauen? Ich meine ganz klar, Jason Atlas, Top-Schauspieler. Einer der genialsten Schauspieler. Er hat halt aber wirklich die Jahre im Prinzip nur genutzt, um Dean Winchester zu perfektionieren. Und im Prinzip hat man die Rollen auch personalisiert. Da sieht man ja, dass man das wirklich so weit getrieben hat, dass sie im Prinzip auch selbst gesagt haben, okay, der verhält sich so, der verhält sich so. Ich glaube nicht mal, dass man da so viele Skripte genutzt hat, sondern im Prinzip, wenn du das so lange machst und über den Jahrzehnt hinweg, weißt du, wie sich der Charakter verhält und auch was du wann, wo, wie sagen musst. Deswegen ist es natürlich schwierig zu vermuten, wie sich jetzt hier ein Jason Atlas in der neuen Performance verhält. Und ich muss sagen, auch ebenfalls absolut top. Wirklich, wirklich gelungen. Ich bin ein Riesenfan vom Schauspieler und ich mag auch den Charakter Soldier Boy. Und wirklich, was man bis jetzt gesehen hat, hat mir wirklich gezeigt, dass es funktioniert. Hat man ja auch schon im Trailer irgendwie entnehmen können. Es war wirklich gut und es war halt on point. Dann wurde die Handlung nochmal mehr nach vorne getrieben. Es wurde einerseits ein bisschen dunkler, andererseits auch nicht. Und auch wirklich diese ganzen Anspielungen mit Homelander und so. Absolut gelungen. Und ich muss auch sagen, der Charakter Homelander mit einer der besten Charakterentwicklungen. Ihr merkt schon, ich schwärme absolut von der Serie. Also es ist halt wirklich, wirklich geil. Deswegen kann ich es hier kaum in Worte fassen, wie hyped ich bin, auch dass es jetzt weitergeht. Und es erwartet natürlich auch jeden Freitag auf Amazon Prime eine neue Folge. Deswegen werden natürlich auch entsprechend hier Reviews kommen und Folgenbesprechungen. Weil ganz ehrlich, diese Serie lohnt sich. Für mich ganz klar 10 von 10. Was das angeht, 10 von 10. Also genremäßig absolut perfekt.
in Gesamtrelation wahrscheinlich so 8,5 von 10, auch immer noch eine geniale Serie, nur natürlich im Vergleich zu anderen auch großartigen Serien etwas nach unten gerutscht, aber wie gesagt, was das Genre angeht, beziehungsweise dieses Subgenre angeht, ist ja irgendwie so ein bisschen Superhelden-Plus-Genre, es ist in jeder Hinsicht gelungen und die dritte Staffel zeigt mir nochmal, was für ein Potenzial hier möglich ist. Also man kann das auch ein bisschen erweitern noch, man kann da noch mehr Worldbuilding stattfinden lassen, man kann da auch wirklich über Amerika hinausgehen und da noch mehr Feinde irgendwie einbeziehen. Homelander ist jetzt auch nicht mehr das Ultrawesen, wo man dachte, okay, wir haben jetzt hier wieder so ein Superman-Szenario und im Prinzip kann ihn keiner besiegen. Es gibt natürlich dann potenzielle Möglichkeiten auch, wie man daran arbeiten könnte, jemanden wie Homelander zu besiegen. Dann bin ich ein Riesenfan von Gustavo Frings. Ihr wisst natürlich Bescheid, ich rede natürlich von Edgar. Sehr, sehr gelungen. Also absolut cool, dass es jemand schafft, der im Prinzip ein Mensch ist und der ein reiner Bürokrat ist, Homeland auf die Art zu kontrollieren. Ich meine, wir haben ja gesehen, wer die Comics nicht kennt, bei den Comics ist es ein bisschen anders. Da hat man zum Beispiel Black Noir als so eine Waffe gegen Homelander. In den Comics ist es folgendermaßen, da hat man mit Black Noir so eine Art Homelander-Klon. Im Prinzip ist der Homelander sogar auf eine etwas bessere Art, weil er diesen Narzissmus nicht hat und im Prinzip halt eine Waffe ist, die halt natürlich auch von Wort in dem Fall genutzt wird. Und das fand ich hier auch sehr, sehr cool, dass man es etwas anders gemacht hat und hier auch allgemein auch anders beibehält. Man hat es ja auch bestätigt bekommen, dass es im Prinzip nicht dieser Homelander-Klon ist. Man hat ja auch bereits gesehen, wie seine Maske halt gefallen ist und auch das mit der Erdnussallergie ist natürlich auch ein eigener Aspekt, der natürlich nicht in den Comics umgesetzt wurde. War ziemlich cool, weil damit hat man immer jemanden gehabt, der theoretisch intervenieren kann, wenn Homelander vollkommen ausrastet, der sogar irgendwie auch an seine Stärke rankommt. Geniale Idee, muss ich sagen. In der Serie wurde es natürlich anders umgesetzt, finde ich aber auch gelungen, weil dann zeigt es nochmal, wie mächtig Edgar einfach als Person ist und wie krass seine Ausstrahlung sein muss. Dass er es einfach schafft, nur mit Zureden und einfach seiner Präsenz Homelander zu kontrollieren. Wirklich perfekt. Hat mir sehr gut gefallen. Und natürlich auch hier Bobby Singer. Genial. Also absolut cool, dass es wahrscheinlich jetzt auch ein Szenario geben wird, wo Soldier Boy auf Bobby Singer trifft. Ich hoffe so hart auf Supernatural anspielen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also ich will wirklich sehen, wie man dann die perfekte Referenz einbaut und im Prinzip auch direkte Supernatural-Anspielungen nutzt. Ich meine, man hat das Potenzial, dass man jetzt Bobby Singer hat und man hat einfach Dean Winchester. Und trotz dessen natürlich, dass die Rollen von dem Supernatural-System sehr weit abweichen, kann man hier bestimmt irgendwelche Anspielungen und Referenzen einbauen. Und da freue ich mich natürlich sehr drüber. Allein diese Szene zu betrachten dann, wenn wirklich Bobby Singer auf Dean Winchester trifft in dieser Form, es ist wirklich, wirklich cool. Ich bin schon am Lächeln, wenn ich nur darüber nachdenke, weil ich mir das Szenario wirklich gut vorstellen kann und ich wirklich auch hyped bin, das in der Form zu sehen. Allgemein, wie gesagt, die dritte Staffel absolut zu empfehlen. Der Hype ist zu 100% gerechtfertigt und die Serie sollte auf jeden Fall mehr Reichweite bekommen, auch hier im deutschen Bereich. Es ist nämlich eine wirklich fantastische Serie und gerade Leute, die sich für Superhelden begeistern, allgemein diese Genre sehr mögen, sind von dieser Serie 100%ig begeistert und für die Leute, die Deadpool zum Beispiel sehr mochten, denen kann ich die Serie wirklich nur ans Herz legen. Guckt euch The Boys an. Staffel 3, Empfehlung geht raus. Das war's aber auch schon mit dem heutigen Video. Das nächste Video erscheint, wenn die Frage gestellt wird.